Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transim World 4 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Und wir werden heute zusammen wieder ein Szenario spielen auf der neuen deutschen Strecke, Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim. Und ich dachte mir, wir schauen uns heute mal zusammen das Szenario Eimerweise Regen an. Das soll 30 Minuten dauern. Es regnet und wichtige Güterzüge wurden zum Überholen freigegeben. Teilen Sie sich die Schienen und halten Sie dem Wetter stand. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant, denn unsere bisherigen Fahrten, die spielten ja eigentlich alle bei sehr schönem Wetter und nun können wir auch mal Transim World 4, also speziell die Strecke Salzburg-Rosenheim, mal im Regen erleben. Eimerweise Regen. So, da gucken wir mal auf die Anweisung. Willkommen in Salzburg an einem regnerischen Frühlingsmorgen. Der priorisierte Güterverkehr teilt sich die Strecke mit Ihnen und es sieht so aus, als würden Sie eine Weile hinter diesem Verkehr bleiben. Okay, das klingt sehr interessant. Also, sprich, der Güterzug fährt vor uns. So, wir rüsten erst einmal unseren Zug auf. Richtungswender vorwärts, Bremsschlüssel einschalten und die Türen auf der rechten Seite entriegeln. Und während die Fahrgäste ein- und aussteigen, schalten wir uns für die Fahrt in Richtung Traunstein oder Salzburg. Ich weiß gar nicht, wie weit wir fahren. Anscheinend jedenfalls nicht so weit. Schalten wir uns noch PZB und SIFA an. Was ist das hier eigentlich? Traktionssperrenüberbrückung. Ich lasse es mal lieber aus, nicht dass bei der Lok hinten der Hauptschalter fliegt. So, wir schauen uns auf jeden Fall hier um an der Station Salzburg Hauptbahnhof. Wir starten heute also hier direkt in der Halle des Salzburger Hauptbahnhofes. Ich glaube, so in der Halle drin waren wir, meine ich, auch noch nicht. Bei der S-Bahn, da haben wir ja eher an der Außenseite gehalten. Und wir fahren Richtung Traunstein, so wie das Ganze aussieht. So, Fahrgäste sind eingestiegen, Türen können geschlossen werden. Wir schauen mal in den Fahrplan. Wir fahren Freilassing, Thiesendorf, Traunstein. Wir fahren sogar bis Bergen. Na, dann wird das mit der halben Stunde aber nicht stimmen. Okay, die Türen sind verschlossen und wir können das zurücksetzen und Bremsen sind gelöst. Das bedeutet, wir setzen uns in Bewegung in Richtung Freilassing. Das soll dann unser erster Halt sein. Ja, so erleben wir also mal Transim World, also besser gesagt die Strecke Salzburg-Rosenheim bei nicht so schönem Wetter. Denn diese Regeneffekte, da gab es ja auch mit der Veröffentlichung von TSW 4, da haben ja diese Regeneffekte auch nochmal ein kleines Update bekommen, dass das nochmal so ein bisschen echter aussieht. Schauen wir auch nochmal hier die schöne Bahnhofshalle in Salzburg. Ich finde die Architektur auch durchaus gelungen. So, wir haben uns aus der PZB-Überwachung befreit. Hier drüben fährt gerade der nächste Zug ein, während wir den Salzburger Hauptbahnhof verlassen. So, auf jeden Fall relativ viel Regen. Ja, das regnet sich schon ein. Das regnet sich schon richtig ein. Ihr seht es selber. So, dann machen wir den Scheibenwischer an. Könnt ihr euch noch an die Fahrt erinnern, wo mal der Scheibenwischer ausgefallen ist? Das war, glaube ich, S-Bahn Dresden oder sowas gewesen. Ist gar nicht, glaube ich, gar nicht so lange her. So, also erste Station Freilassing. Wie gesagt, das Ganze wird angegeben mit 30 Minuten. Ich habe den Eindruck, das könnte 5 bis 10 Minuten länger dauern, wenn man sich diesen Plan ansieht. Wir sollen ja nicht nur bis Traunstein fahren, sondern weiter bis nach, wie heißt es gleich, weiter bis nach Bergen. Und da ist die Fahrt erst zu Ende. Zumindest sagt uns das Buch so. So, und hier sehen wir, dass das schon mal eine ganz andere Szenerie ist, wenn hier alles verregnet ist. Das früh am Morgen. April, April, weiß nicht, was er will, würde ich mal dazu sagen. Würde mich nicht wundern, wenn das hier im April angesiedelt ist. So, unsere Schublob ist natürlich wieder die Baureihe 111. Welche sollte es in den Szenarien hier auch sonst sein? Ja, der Tag, an dem ich das Ganze hier aufnehme, ist der 5. März 2024. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist das schon ein paar Tage her. Und das ist der Tag, wo auch das Roadmap-Update veröffentlicht wird, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, veröffentlicht wurde. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie wahrscheinlich viele, was darin so zu finden ist. Wie gesagt, zum Zeitpunkt, wenn ihr das seht, da ist das Ganze schon draußen. Der Grund, warum ich mich nochmal für das Szenario oder eine Fahrt im Steuerwagen entschieden habe, ist, weil ich für das Mastery, für die Strecke Salzburg-Rosenheim, noch ein Szenario brauche, um zumindest erstmal die erste Stufe abzuschließen. So, der Güterverkehr nähert sich. Sie können in Salzburg-Liefering niederlassen und warten, bis er vorbei ist. Okay, wir werden also in Salzburg-Liefering überholt. In 2,3 Kilometern. Da brauche ich also
gar nicht so schnell zu fahren. Hier kommt das eine S-Bahn entgegen, ein ÖBB 4024. So ist halt die Frage, wie ist das zum Beispiel hier? Beschleunige ich dann nochmal? Ich glaube, ich gehe dann mit der Bremse eher runter. Wenn ich sowieso weiß, dass ich warten muss und der wird ja wahrscheinlich links oder rechts an uns vorbeifahren. Glaube ich, dass man da doch nicht mehr beschleunigt, oder? Wie ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie genau so. Wir können ja schon mal die Bremse hier so ein bisschen festlegen. Die E-Bremse haben wir ja gelernt. Von einem echten Lokführer, der mittlerweile auch TSW 4 spielt, dass das da eher mit dieser Bremse gebremst wird. So, dann einmal quittieren. So, stellen wir die ja vom Vollbremsung, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir müssen da mindestens auf 45 jetzt hier runterbremsen. Und wir uns jetzt hier Salzburg nähern. Zumindest bis zu diesem Magneten, der etwa 250 Meter vor diesem Signal liegt. Das sehe ich jetzt leider nicht die genaue Länge, wie nah das Ganze daran ist. Deswegen werde ich jetzt mal mit der Luftdruckbremse hier, mit der Zugbremse nachhelfen. Hier ist, oder ist das nicht das? Das ist doch nicht. So, befreien dürfen wir uns selbstverständlich nicht, da ja die Geschwindigkeit, die uns erwartet, geringer als 30 ist. Daher dürfen wir uns ja auch nicht befreien, aber da vorne ist unser Punkt. Hier ist der Magnet, der für uns zutreffend ist. Und jetzt kontrolliert, ob wir weniger als 40 fahren. Hier ist auch nicht. Gibt's ja gar keinen anscheinend. So, dann erreichten wir also Salzburg-Liefering. Der Bahnhof ist heute ein ganz normaler S-Bahnhof der Salzburger S-Bahn. Aber zum Zeitpunkt, wo die Strecke angesiedelt ist, wie gesagt, frühe 2010er Jahre, da war der Bahnhof noch im Bau. Und hier müssen wir jetzt warten und tatsächlich einen Güterzug holen lassen. Das ist schon mal eine krasse Sache auf jeden Fall. So, und damit müssen wir warten, bis das Signal umschaltet. Wir können uns ja derzeit mal so ein bisschen hier in Salzburg-Liefering umschauen. Wie gesagt, da ist das Containerterminal. Das haben wir im vergangenen Szenario ja angefahren, wo wir... Nee, doch, da haben wir ja auch ein paar Wagen abgestellt, stimmt. Und hier sehen wir diesen Bahnhof, der sich hier im Bau befindet. Hier verschiedene Baumaterialien, die jetzt gerade klitschnass werden. Hier natürlich für Bedürfnisse, wenn es gar nicht anders geht. Und hier haben die Bauarbeitenden natürlich Glück, dass das Dach schon fertig ist. Dann lässt sich das auch bei so einem widrigen Tag doch etwas aushalten. Wir hatten schon anscheinend, wir machen die gerade Frühstück. Wir gucken mal, Frühstück machen die nicht. Wenn dann eher die Schlussbesprechung was morgen zu tun, das ist ja hier schon im Spiel 17 Uhr. Hier drüben kommt der Zug, der uns jetzt überholt. Ich springe mal ganz schnell vor und wieder zurück ins Cap. Da möchte ich nämlich einen schönen Screenshot machen. Und tatsächlich werden wir hier von einem Güterzug überholt. Und das als Zug, der zwar mehr Unterwegshalte hat, aber trotzdem schneller fahren könnte. Ah ja, schön, dass das hier wieder jetzt Stop and Go wird. Also, Güterzug ist durch. Das ist schon mal gut. Da werde ich die Bremse schon mal so ein bisschen vorsetzen. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit der jetzt vorfährt. Also, hier stehen wir und der fährt. Der muss auf jeden Fall ja hier an dem Gleis vorbei. Ich glaube, der muss dieses Signal wahrscheinlich noch überschreiten. Da kommt gerade der nächste Zug schon in den Güterbahnhof rein. Also, jede Menge Verkehr, der hier integriert wurde. Also langweilig wird es dann auf dieser Strecke nicht. Geplant ist noch eine Intercity-Fahrt für euch mit der 101, wo wir mal wirklich die komplette Strecke in einem Rutsch abfahren werden. Das habe ich mir auf jeden Fall noch vorgenommen, weil wir fahren ja jetzt bis jetzt immer so noch so Teilstücke, weil mit dem Regionalexpress so komplett, das würde halt auch ewig dauern. So, wie gesagt, ich hatte es ja jetzt erwähnt, bevor wir angehalten haben, der Grund, warum ich das Szenario spiele, ich brauche noch ein zweites Szenario für die Masteries. So, Sie können weiterfahren, behalten Sie die Signale im Auge. Anscheinend befindet sich ein schwerer Zug auf der Strecke und das Wetter wird schlechter. Das ist nicht gut, wenn das Wetter schlechter wird. So, dann lösen wir das ja ebenfalls aus. Und dann setzen wir uns Bewegung. Kurioserweise nicht der 500-Hertz-Magnet aktiviert. Das finde ich gerade etwas kurios. Das bedeutet aber trotzdem, ist etwas einfacher. Wir dürfen also jetzt nur mit 40 anfahren und müssen dieses Signal natürlich jetzt hier quittieren. Und das heißt trotzdem, meine ich, Anfahrt mit 40, ne?
Weil wir jetzt gestartet sind. Nee, er sagt sogar 85. Ich kann das gar nicht so richtig glauben. Kann ich mir erwarten. Da vorne ist eh eine Stelle, wo 40 ist. Schwierig. Und außerdem erwartet uns da sowieso wieder ein haltzeigendes Signal. Das heißt, wir werden uns bei diesen 40 jetzt hier festlegen. Das lohnt ja kaum. Dort jetzt nochmal zu beschleunigen. So, das hat umgeschalten. Okay, das heißt, wir könnten dann doch auf die 85. Aber da vorne ist eh eine 40, wahrscheinlich wegen dem Gleiswechsel. Wir sind übrigens immer noch in Österreich. Wir werden jetzt erst hier hinter Liefering jetzt die deutsch-österreichische Grenze überschreiten und die Salach überqueren. So, da vorne kommt jetzt auf jeden Fall gleich diese 40er-Zone. War das Kriterium? Ne, das war nicht kriterienpflichtig. Gut. Da vorne ist aber schon das nächste Signal, was auch wieder ankündigt. Dass uns da wieder der nächste Halt erwartet. Also wir fahren direkt jetzt hinter diesem schweren Zug hinterher. So, wir könnten uns jetzt natürlich hier ein kurzes Stück befreien. Ne, geht gar nicht. Das stimmt, das ist bei dem Doppelstockwagen hier immer ein ziemliches Problem, dass du dich manchmal nicht befreien kannst, wenn du es eigentlich dürftest. Aber gut. So. Nächstes, und jetzt sind wir auch hier auf der Brücke und da vorne müssen wir da den Hauptschalter noch ausschalten und dann müssen wir warten, bis die Lok darüber hinweg ist. Dürfte ich denn jetzt hier wirklich, wie macht man das? Fährt man dann wirklich bei der echten PZB schneller in den Bahnhof von Rosenheim bei 1 Kilometer Fahrweg? So, dann öffnen wir mal den Hauptschalter. Da gilt das Besondere, da müssen wir ja warten, nicht bis der Steuerwagen drüber ist, sondern bis die Lok drüber ist. Übrigens, danke auch für eure Aufmerksamkeit da an dem Punkt, denn da habt ihr in der Tat im allerersten Video zu dieser Strecke sehr gut aufgepasst. Da habe ich den nämlich bei der S-Bahn, bei dieser ÖBB-S-Bahn, ein bisschen zu früh wieder eingeschalten. Und da war dann wiederum das Problem, dass eben der zweite Triebwagen den Stromabnehmer dann nicht gehoben hatte. Und ich habe mich da gewundert, warum das alles so komisch sich fährt. So. So, 76 Kilometer gefahren. Da kriegen wir eine Auszeichnung. Ja, stimmt, wir sind ja schon mal eine relativ lange Tour mit diesem Zug unterwegs gewesen. So, wir erreichen die erste Station. Ein paar Sekunden später auf jeden Fall werden wir am Bahnsteig sein. Das ist Freilassing. Erste Bahnhof auf der deutschen Seite. Das habe ich heute gesehen beim Gamer am Start. Habe ich heute ein Video gesehen, hat heute eine Premiere gemacht zu dieser Strecke. Und da gibt es anscheinend am frühen Morgen sogar eine Regionalbahnfahrt, wo ihr nicht in Freilassing haltet. Startet in Salzburg und fahrt Richtung Großenheim, aber haltet nicht in Freilassing. Fand ich auch kurios. Aber mag ja durchaus sein, dass es solche Umläufe auf der Strecke durchaus gegeben hat. So, damit erreichen wir die Station Freilassing und fast pünktlich. So, seht ihr, rechts einstellen, das hätten wir schon lassen können. So, vorher machen können. Und hier haben wir auch wieder den nächsten Bug gefunden. Ich zeig's euch. Wir haben leider auch einen Bug, das gibt's manchmal. Wird aber sicher behoben werden. Hier nämlich ist die Zugzielanzeige verschwunden. Warum auch immer. Kommt leider bei manchen Fahrzeugen vor, ist aber was eigentlich behoben ist. Aber haben wir jetzt eigentlich das Fahrgastlicht an oder nicht? Das machen das mal an. Es ist doch relativ dunkel draußen. Ich mache auf jeden Fall mal die Zugbeleuchtung an. So, oder? Hä? Also hier ist es nicht an. So, irgendwie hat der Zug sich gerade verpackt. Aber hier? Ne, ist auch nicht komisch. So, wir müssen wieder in die Fahrgäste. Wir schließen die Türen. Und lösen die Bremsen. So, einmal diese und dann einmal noch diese. Und dann geht es jetzt 11 Kilometer nonstop wohl bis nach Teisendorf. Nächster Halt also unseres Zuges, Teisendorf. Und es regnet in Strömen. Aber es scheint andererseits aufzuklauen. Guck mal, hier kommt schon ein bisschen die Sonne noch durch. Aber es ist ein typischer Apriltag, scheint das hier wohl zu sein. Ist auch kurios, warum die Zugzielanzeige einfach verschwunden ist. Also irgendwas hat sich hier verpackt bei dem Szenario. Na, mal gucken, ob wir das abschließen können.
Aber hier, das ist auch eine Neuerung, TSW 3, und ich glaube, bei TSW 3 gab es das schon, dass die Menschen hier im Regen dann auch Regenschirme aufsetzen. Und dann nicht einfach sich immer voll regnen lassen. So, wir können ruhig auf maximal beschleunigen. Und verlassen nun Freilassing in Richtung Westen, Nordwesten. Die Strecke macht ja so einen Bogen. Ja, wie gesagt, warum bin ich so auf das Mastery scharf? Ganz einfach, das Mastery, das ist sehr interessant, was es hier bei der Strecke freizuschalten gibt. Also das würde ich jedem empfehlen. Was braucht man dafür? Ihr müsst euch einmal bei Dovetail Live anmelden. Und die Masteries, das sind halt so Dinge, die könnt ihr euch freischalten, wenn ihr gewisse Aufgaben abschließt. Und da gibt es halt drauf an den jeweiligen Strecken, das gibt es glaube ich für jede Strecke mittlerweile, da könnt ihr halt an den Strecken verschiedene Sachen eben sehen, die dann halt platziert werden. Und bei dieser Strecke hier ist das durchaus sehr interessant, und was man sich da hat einfallen lassen. So, jetzt geht es auf 140, davon dann sogar auf 160. Das heißt, wir können ja auch mal die Höchstgeschwindigkeit ausfahren unserer Wagen und unserer Lok. Wobei ich glaube, die 111 zum Schluss dann nicht mehr so schnell fahren durfte. Ich habe so ein bisschen Angst, gerade wenn ich den jetzt hier auf 160 hochtrete, habe ich so ein bisschen Angst, dass wir den Güterzug einholen. Und von 160 auf die Überwachungsgeschwindigkeit runter zu bremsen, das wird eine Zwangsbremsung geben. So, weil das wird der Zug nicht schaffen. Es sei denn, wir sehen das rechtzeitig, auch das Signal zeigt Fahrt. Also HP1 und daher alles in Ordnung. So, 150, 155 und dann sind wir schließlich gleich bei 160 angekommen. Wir schrauben das schon mal ein bisschen zurück. Wir lassen unseren Regionalexpress hier vorbeisausen. Wir sind hier auf dieser Straße. Naja, schon, also es ist ein ordentlicher, ist eine ordentliche Husche, die hier runterkommt. Ja, Umläufe für die 111, die etwas kürzer sind. Es gibt natürlich die Bereitstellungsfahrten. Es gibt ein paar Regionalbahnfahrten, die etwas kürzer sind. Aber ansonsten, die meisten Fahrten, wie gesagt, hier im Fahrplanmodus, doch sehr, sehr lang. Es gibt auch kurioserweise nur ein einziges Szenario, welches mit der 111 stattfindet. Und das ist auch sehr lang, dauert eine Stunde, 15 Minuten. Ist aber sehr interessant auf jeden Fall, wo ihr doch noch so einen Richtungswechsel machen müsst, also die Lok, glaube ich, umsetzen müsst, wenn ich das Szenario da richtig verstanden habe. So, was sollen wir da ankommen? 48, das wird relativ knapp werden. Da vorne geht dann die Geschwindigkeit wieder nach unten, weil uns da die 110 erwartet. So, 160 haben wir erreicht, Höchstgeschwindigkeit, super. Sausen wir mal hier. So, ich setze das schon mal zurück. Denn ich hoffe, wir haben ja keinen irgendwie Prüfmagneten oder sowas. So, und da ihr seht, da wir ja gerade einen Anstieg haben, verliert der Zug ganz gut selbst dann Geschwindigkeiten. So, wo kommt der erste Hinweis für die 110? Oh, der verliert ja wirklich gut selbst an Geschwindigkeit. Naja, und so gewinnt der Güterzug vielleicht noch ein bisschen Abstand. So, jetzt gehen wir mit dem erstmal wieder hier auf Vollbremsung. Die E-Bremse. Und das soll wohl schonender sein, habe ich gehört. Wie gesagt, das sind so Sachen, da habe ich das nur gehört, wie man das im echten Betrieb macht. Und wie gesagt, es ist und bleibt ein Spiel TSW. Aber ich habe auch den Eindruck, so wenn es um Geschwindigkeitsreduzierung geht, also die Bremse ist jetzt nicht da um anzuhalten, aber das... Also man merkt schon, dass das mit der ein bisschen besser geht, hier Geschwindigkeit runterzusetzen und ohne, dass du zu weit die Geschwindigkeit reduzierst. So, 2,7 sind es noch in 2 Minuten. Wir werden es nicht ganz pünktlich schaffen, das sehe ich ja jetzt schon. Aber immerhin nicht allzu spät. Vielleicht eine Minute später könnte hinkommen, um diesen Teisendorf zu erreichen. So, hier ist schon die nächste Reduzierung und auch die Geschwindigkeit haben wir fast geschafft. Aber schaut euch mal das Wetter an, es wird immer schlechter, es wird immer grauer. Also hier kommt ein richtiger Husch runter. Fehlt nur noch, dass es anfängt zu gewittern. Also hier haben wir ein richtiges Aprilwetter erwischt. Da vorne zeigt es auch das Signal Fahrt an. Eine Minute noch, wie gesagt, und da lasse ich mir, ihr seht es ja selber, ich lasse mir ja noch Zeit mit dem Fahren. Der verliert ja selber schon hier Geschwindigkeit. 1,5
1,5. Also wir sind auch ein bisschen zu langsam gerade unterwegs. Von daher werden wir jetzt immer Strich 100 oder Strich 110 gefahren. Dann würde das sicherlich mit dem pünktlichen Ankommen ja klappen. So, ein Signal noch, da sind wir schon am Bahnhof von Teisendorf. Wir verlieren ganz gut selbst hier an Geschwindigkeit. So, aber der Güterzug ist weit genug. Also ich ahne aber schon, weiß ich nicht, vielleicht holen wir den bis Traunstein. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir sind zwar auf der Strecke schneller als der Zug gewesen mit 160, aber dadurch, dass wir Halte haben und der hat keine Halte, es müsste sich irgendwo wieder, kommt darauf die Teilstücke an. So, E-Bremse ist eingeschaltet. Oh, wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ne, das war zu früh. 600 Meter. Da vorne ist schon die Markierung zu sehen. Also hier seht ihr mal TSW bei absolutem Unwetter. Ja, also Fahrweise jetzt hier 6 setzen, würde ich mal sagen. Zwar keine Zwangsbremsung oder sowas, aber ihr seht es ja selber. Mit richtiger Fahrweise wäre das hier pünktlich möglich gewesen. So, aber die bremst uns nur so bis auf die 40 runter, diese E-Bremse. Den Rest müssen wir dann hier selbst erledigen. Alter, das ist eine richtige Husche. Da hatten wir doch schon mal so ein Szenario. Das müsste so eins der allerersten Strecken gewesen sein. Müsste Rosig Nord, glaube ich, gewesen sein. Und da gibt es auch so ein Szenario, da wird da, glaube ich, die Fahrt vorher sogar abgebrochen. Das sollte man, da kommt man gar nicht so weit, wie man eigentlich sollte. So, okay, jetzt sind wir natürlich ein paar Sekündchen zu spät angekommen. Irgendwie hat der Zug ein Elektronikproblem. Jetzt hier im Spiel natürlich gesehen. Und hier, diese Scheinwerfer, diese Lichtkegel, das ist glaube ich auch neu mit TSW4. Diese Lichtkegel, dass der so Lichtkegel nach vorne wirft. So, Türen wieder zu. Und dann startklar zur nächsten Station, die wieder sehr, sehr weit entfernt ist. Traunstein, 10 Minuten für 15 Kilometer. Mal gucken, wie schnell wir da. Ich glaube, da konnten wir aber auch ein bisschen schneller fahren teilweise. Wir sind doch den Abschnitt, wie gesagt, diesen Abschnitt Traunstein-Salzburg, das war ja so der erste, den wir hier bei dieser Strecke abgefahren sind. Alter, ist das ein Wetter. Also Leute, wow. Warte, jetzt mal ein bisschen höher beschleunigen. Ich glaube, mit einer gewissen Geschwindigkeit kann man das machen. Oh, die Lok zeigt noch das Zugziel an, also ist da hier anscheinend bei den Wagen ein kleiner Bug vorhanden. 14 Kilometer. Dann hätten wir ja die erste halbe Stunde, die das eigentlich dauern soll, geschafft, aber es scheint ja noch ein bisschen länger zu dauern. Oder in Traunstein ist außer Plan, wenn sich Schluss, das kann auch sein. So, Geschwindigkeit zurück. Und natürlich weiter auf die Signale achten, aber ich glaube, der Güterzug ist weg. Ich glaube, der ist soweit eigentlich weg. So, was haben wir denn hier? Ach, das sind die Felder oder was ist? Ach, das ist irgendein Lichteffekt. Ist das ein Bug oder was? Was geht denn da voran? Habt ihr das gesehen, was da vor uns jetzt so ein bisschen hergleitet? Sehr komisch. Hier, da vorne, seht ihr das? Ach, das ist wahrscheinlich so die letzten Sonnenstrahlen, weil das wieder so Regen und Sonne ist. Na, schaffen wir es, das einzuholen? Also irgendwas ist da etwas kurios. Na, mal gucken. Ich denke mal, dass wir den Güterzug nicht mehr einholen. Wenn überhaupt, wäre das auf dem ersten Teilstück eher passiert. Weil wir da 160 fahren durften und er so 100, höchstens 120.
Aber in der Regel eigentlich 100 mit den meisten Güterwagen. Jo, Leute. Also, guter Zeitvertreib auf jeden Fall, um auf die Roadmap zu warten. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht, da ist die schon lange erschienen, aber es ist ein guter Zeitvertreib. Ich bin sehr gespannt, ob was Neues dazukommt oder ob ein paar Geheimnisse gelüftet werden. Stand ja vor dem 5. noch mindestens eine deutsche Strecke drauf, wo nicht klar ist, welche das wird. Ich könnte mir gut vorstellen, einen Lückenschluss. Also sprich Aschaffenburg-Würzburg, weil einfach große Teile der Strecke existieren. Und damit meine ich den Streckenverlauf nicht über die alte Spessartrampe, weil dann wird es wieder Diskussion geben, was ist mit denen, die das schon haben, sondern über der neue Streckenverlauf plus Schnellfahrstrecke Nantenbacher Kurve, sodass du Fernverkehr, Personenverkehr und Güterverkehr hast. Gemünden wäre dann logischerweise dabei, vielleicht in Richtung Norden noch Richtung Burgsinn und Jossa zu gehen. Wäre auch interessant. Wäre auch ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Und für TSW-Verhältnisse auf jeden Fall von Längen her und so weiter möglich. So, jetzt dürfen wir wieder 110, glaube ich, beschleunigen. Da fahren sogar auf 130. Also dieser neue Streckenmonitor ist echt schön. Der macht das echt viel übersichtlicher. Macht auf jeden Fall. Also TSW 4 ist auf jeden Fall. Ich weiß, dass es viele auf dem Kanal gibt, die noch so am Überlegen sind oder bei TSW 2 oder 3 aufgehört haben und TSW 4 nicht gekauft haben. Ich kann nur sagen, wenn euch die Vorgänger Spaß gemacht haben, TSW 4 lohnt sich meiner Meinung nach. Ist natürlich viel Geld und die Hardware-Anforderungen für den PC, die sind schon etwas höher, also was davon eine Grafikkarte gebraucht wird, um das bei 60 FPS zum Beispiel spielen zu können, ist auf jeden Fall, muss man sich da schon überlegen, ob, wenn ihr das auf PC spielen wollt, ob ihr die Hardware habt, prüft das auf jeden Fall, aber meiner Meinung nach lohnt sich dieses Spiel. Wenn euch die Vorgänger Spaß gemacht haben, lohnt sich das, denn du hast ja hier in TSW 4 zum Beispiel viel mehr Freiheiten. Gerade dieses ganze Thema freies Spiel, du kannst dir fast jeden Zug auf die Strecke holen. Du kannst dir die Züge einfach, worauf du gerade Bock hast, fast ohne Einschränkungen Züge auf die Strecke holen. Du kannst mit dem Concept Editor, also Formation Designer oder Zugverbandsdesigner, deine eigenen Züge zusammenstellen. Das soll auch für die Konsolen kommen. Ja, ich bekomme immer wieder Anfragen, das kommt definitiv auch für die Konsolen, aber man hat das erstmal als Beta-Version für die PC-Version gebracht, damit das Ganze getestet werden kann. Da gab es auch schon, glaube ich, das erste Update. Wo die Rosenheim-Strecke veröffentlicht wurde, also diese hier, gab es auch gleichzeitig ein kleines Update für diesen Formation-Designer, dass da ein paar Sachen noch behoben wurden. Aber sobald der fertig ist, wird es das Tool auch für die Konsolen-Version geben. Das ist definitiv auch so zugesagt. So, wir sausen hier von Kurve zu Kurve, aber ihr schaut mal, da sehen wir nichts mehr. Und das ist auch so der Grund, warum ich, wenn ich euch eine Strecke zeige, in der Regel eigentlich lieber bei Tagspiele, also bei schönen und guten Wetterbedingungen und bei Tag, weil ihr da einfach mehr von dieser Strecke sehen könnt. Natürlich muss es auch mal solche Fahrten geben, hier bei Regen oder vielleicht auch mal eine kleine Nachtfahrt, da bin ich auch schon am Überlegen, ob ich euch da mal etwas zeige. So ist die Frage, schaffst du das so? Ich hoffe, wir haben kein GPA. Für ein GPA wäre das nämlich schon etwas zu wenig. Gebremst. Ah, nee, schaffst du nicht ganz, ne? Muss mal ein bisschen nachhelfen. Oder? Doch. Doch. Ist zu schaffen. So. Gut. Müsste sich ja dann bald auch diese Nebenstrecke dazu gesellen von Waging, die wir auch mal versucht haben zu erkunden. Gut. So, dann geht es also gleich wieder auf 130. Müsste, glaube ich, gleich wieder hochgehen. Ja, 130 dürfen wir jetzt wieder hier fahren. Also auch relativ hohe Geschwindigkeiten, mit denen wir hier unterwegs sind. Was mir so gefallen hat, dass man sich eben hier für eine längere Strecke entschieden hat. Und das geht wieder durch zwei Länder. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen was Besonderes. Ist jetzt hier, was Zugsicherung und so weiter angeht, jetzt nicht groß unterschiedlich, weil in Österreich genauso die PZB benutzt wird wie in Deutschland. Aber trotzdem ist das schön, weil ihr dann doch die,
Weil es ja dann doch an den Bahnhöfen dort und so an gewissen Details zu erkennen ist, dass es da doch ein anderes Land ist. Und das sollte vielleicht auch so ein bisschen fortgesetzt werden. Ich lese auch, aber auch schon eure Wünsche wieder gelesen. Also Japan kriegt man ja auf jeden Fall bald in TSW. Da steht ja fest, dass da Just... Nee, wer war das? War das Just... Nee, das war nicht... Das war Union Workshop. Kommt bald durcheinander, weil wir ja so viele neue Entwickler haben mittlerweile. So, jetzt müssen wir den ja mal ein bisschen einstellen. Bremst du mal bitte? So, und dann müssen wir natürlich gucken. Die 90 ist eine quittierpflichtige Geschwindigkeit auf jeden Fall. Außerdem nähern wir uns sowieso unserem Ziel. So, da ist eine 70, kommt da auch noch auf uns zu. Okay, hier kommt jetzt die Nebenstrecke dazu, wo wir auch in, Oh, Leute, hier müssen wir wirklich in die Eisen gehen. Wegen der Überwachungsgeschwindigkeit und hier geht es auch auf die 70 runter für uns. Oh, Leute, hier muss ich aber, da musste dann bei PZB musste dann schon mehr an die Eisen gehen, ganz klar. So. Das dürfen wir uns schon wieder befreien. Ja, hier ging es komischerweise mit dem Befreien, also es ist echt kurios, was mit diesem Zug los ist. So, hier gilt jetzt eigentlich die 70. Aber hier in TSW ist es leider so, dass das eben auch erst gilt, wenn du die Weiche überfahren hast. Das ist halt leider, das sind so Dauerbugs. Oder genauso die Entfernung, die hier gemessen wird. Ich glaube, dass dann links der Ausstieg ist. Diese Entfernung zum Beispiel, der misst ja die Luftlinie zwischen den Bahnhöfen. Und nicht die, die tatsächliche Länge, die wir zu fahren haben. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen schade. So, okay, hier ist doch rechts, nehme ich mal an, so wie das hier aussieht. So, hier drüben, ist das der Güterzug? Ist das der Güterzug, der uns überholt hat? Der da drüben gerade steht, da rechts auf dem Abstellgleis. So, und dann machen wir natürlich den Fehler mit der E-Bremse. Zu viel Spielerei. Und verbremsen uns ja leicht. Na, guck mal, Türen müssten noch aufgehen. Und wir sind eine Minute... 30 Sekunden sind wir zu spät. Naja, eine Tür ist jetzt nicht am Bahnsteig. Hier, das ist doch der Zug, oder? Das ist doch, jetzt überholen wir den zurück, oder wie? Das ist doch der. Okay, krasse Sache. Da ist ja was da. Aber der Lichtkegel, das sieht richtig, richtig geil aus. Wie gesagt, das ist halt so ein TSW4-Effekt, den es auch nur auf den TSW4-Strecken und auf den Strecken, die ein TSW4-Upgrade bekommen haben, gibt. So. Türen schließen. So, Türen sind zu und die nächste Station, die wir erreichen, ist dann Strecke über Ort fahren, Strecke nach Bergen. Okay. Aber wenn doch dieser Zug Priorität hat. Wenn dieser Zug doch Priorität hat, der neben uns steht, warum steht er jetzt hier? Hat er einen Defekt oder was? Strecke nach... Wir sollen gar nicht nach Bergen oder Ort... Doch, wir sollen nach Bergen fahren. Aber wieso geht zum Beispiel bei uns das im Zug das Licht nicht an? Nee, geht nicht, oder? Geht's jetzt doch? Ist es jetzt doch angegangen? Nee, geht nicht. Hm, kurios. Okay, irgendwas ist da anscheinend passiert. Also hier drüben sehen wir doch mal diesen Zug, den wir jetzt quasi wieder zurück überholen. Der hier auf uns jetzt warten muss. Hm. Möchte ich mal die Beweggründe der Fahrdienstleitung verstehen. So, die halbe Stunde, die das eigentlich dauern sollte, ist um.
diese Strecke, da haben wir ja mit der Erkundung angefangen, hier in Richtung Gebergen. Sehr seltsam, was hier passiert, aber es regnet wirklich. Es wird immer schlimmer, schaut euch das mal an. Es wird immer schlimmer mit dem Regen. Du siehst kaum noch was. Langsam hier wieder zurück. Da kommt es der nächste Express entgegen, aber auch hier und dem brennt kein Licht. Kurios. So, 1,1 Kilometer. Da sollen wir dann einen Wegpunkt überfahren. Die 90 ist quittierpflichtig. So, da vorne ist jetzt irgendwo der Punkt, den wir überfahren sollen. Das ist der, der da an der Kurve liegt und wir sollen über den auch fahren und nicht da stehen bleiben. Das verwechsle ich nämlich auch mal ganz gerne. So, hier ist kein Magnet. Trotzdem, okay. So, in Bergen sollen wir anhalten in 3 Kilometern. Und hier müssen wir auf die 90 runter. Das macht der. Macht das? Machst du das noch? Oder muss ich nur mit der anderen Bremse so ein bisschen helfen? Ich glaube, hier müssen wir mit der anderen mal kurz nachhelfen. Ja. Okay. So, 2 Kilometer Luftlinie bis Bergen und dann ist die Endstation, da sollen wir irgendwas auf Notfall stellen. Okay. So, ein bisschen hier die Geschwindigkeit gleich zu halten. Okay, Erdrutsch. Erdrutsch. Oh, 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 das ist nicht gut. Erdrutsch. Sehen wir den hier irgendwo? Dann soll das auch sofort auf Notfall gestellt werden. Warten Sie, bis der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist. Hier oder was? Eieieiei, guckt euch das mal an. Hier. Da ist was runtergekommen. Der Sound klingt aber auch gut, ne? Da ist, glaube ich, ein bisschen was runtergekommen. Vielen Dank. Es sieht so aus, als ob die Weiterfahrt für eine Weile sicher wäre. Wir holen bald Hilfe für Sie und die Fahrgäste. Sicher, nicht sicher wäre wahrscheinlich. Gut gemacht, sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Okay, interessant. Aber hier sieht man es, glaube ich, dass hier was runtergekommen ist. Ja, ja, ganz klar. Dann sehen wir die Auswertung. 37 Minuten statt angegebenen 30 ist aber okay. Wir kriegen sogar die Platin-Medaille, obwohl wir Geschwindigkeiten überschritten haben. Aber wir haben Zugsicherungssysteme verwendet. Und damit das zweite erforderliche Szenario abgeschlossen. Jetzt zeige ich euch zum Schluss nochmal das Thema, was es mit den Masteries auf sich hat. Wie gesagt, die Masteries, um Masteries freizuschalten, da müsst ihr euch bei Dovetail Games einmalig anmelden. Das Ganze ist auch kostenlos. Jetzt warte ich natürlich. So, dann müsst ihr euch einmal hier bei Dovetail Live anmelden. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Da habt ihr auch Zugriff auf den Creators Club, wo ihr euch von anderen zum Beispiel Lackierungen oder Szenarien herunterladen könnt oder selbst eure Szenarien anbieten könnt und auf dem PC auch eure Zugverbände. Und die Meisterschaften, das sind halt die sogenannten Mastery, die gibt es für jede Trains im World Strecke und wir haben jetzt hier bei Rosenheim-Salzburg zum Beispiel den ersten Teil abgeschlossen, das war einmal 500 Punkte erreichen und einmal 2 Szenarien abzuschließen. Nun wird es weitergehen, 4 Fahrplanfahrten abzuschließen und insgesamt 128 Kilometer zu fahren. Mit den Fahrplanfahrten, es kann sein, dass ich da Bereitstellungsfahrten mache, die gehen am schnellsten und mit den Kilometern mal gucken, wie wir das am besten
zusammenkriegen, denn da könnt ihr nämlich hier den Dampflokzug, also die Dampflokomotive Laura und den Zug der Chiemseebahn freischalten. Allerdings nur statisch, der steht dann halt in Brien am Chiemsee, aber den könnt ihr da nicht selber fahren. Und das, da gibt es bei jeder Strecke immer was Interessantes, was ihr euch da freischalten könnt. Manchmal sehr interessant, manchmal nicht ganz so interessant. Hier zum Beispiel bei der Antelope, da könnt ihr euch eine Straßenbahn freischalten. Aber wie gesagt, um das eben nutzen zu können, müsst ihr euch einmalig bei DuffTale Games angemeldet haben. Und ganz wichtig, wenn ihr spielt, ihr müsst da auch angemeldet sein, damit das zählt. Denn wenn du mal abgemeldet bist, warum auch immer, und du fährst was, dann zählt das nicht. Gut, das würde ich auch noch sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich fand das Szenario sehr interessant, vor allem das Ende. Ich danke euch bis dahin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.